Und wir blicken wieder ins Saarland. Anke Rehlinger wurde vor wenigen Momenten ja zur neuen Ministerpräsidentin erklärt und jetzt gerade auch ein Statement der SPD-Politikerin. Über die heutige Wahl. Ich freue mich auch über das sehr eindeutige Ergebnis. Ich nehme diese Wahl als Ministerpräsidentin des Saarlandes mit Demut an, mit Freude auf das Amt, aber auch in dem Wissen darum, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, mit Zuversicht in Verantwortung für Zusammenhalt und Zukunft in diesem Land ab sofort zu arbeiten. Die Herausforderungen sind groß. Arbeitsplätze, gerechte Bildungschancen, der Ausbau der erneuerbaren Energien und das wichtige Thema Pflege, das sind die wichtigsten Bereiche, in denen es jetzt gilt, die Arbeit aufzunehmen. Es wird keinen Bruch mit der Arbeit der bisherigen Landesregierung geben. Ich will aber für einen Aufbruch in diesem Land sorgen. Und ich will auch deutlich sagen, dass eine Alleinregierung nicht zwingend heißt, dass man einsame Entscheidungen trifft, sondern dass wir natürlich unsere Argumente in der Sache klar vertreten werden, dass wir aber auch durch gute andere Argumente überzeugt werden können. Ich freue mich auf die Arbeit. Ich weiß, dass viel vor uns liegt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam in diesem Land schaffen können. Mir geht es um eine Koalition der Verantwortung mit den Saarländerinnen und Saarländern für eine gute Zukunft in diesem Land. Eine geheime Wahl, wo die Stimmen herkommen, das werden wir sicherlich nie erfahren. Auf jeden Fall ist es ein deutliches Ergebnis, das mich sehr freut und auch den notwendigen Rückenwind mir gibt für die Aufnahme mit den Mitgliedern des Kabinetts für die wichtige Aufgabe in unserem Land. Wir haben einige formale Sachen noch zu erledigen, die Übergabe der Staatskanzlei. Ich freue mich, dass Tobias Hans sich dieser Aufgabe stellt heute. Kein einfacher Tag für ihn. Ich weiß, wie das ist, wie man sich an einem solchen Tag auch fühlt. Wir haben persönlich gut zusammengearbeitet. Das wird sich sicherlich nicht am letzten Tag ändern. Und wir haben sicherlich noch das ein oder andere persönliche Wort auch miteinander zu wechseln. Aber das bleibt dann auch privat. Als allererstes in Kontinuität der bisherigen Landesregierungen als Ministerpräsidentin dieses Landes in einer wichtigen Entscheidungsphase fortversichern, dass wir als Land, aber zusammen auch mit den Beschäftigten, immer bereit sind, alles zu tun für diesen Standort. Und daraufhin werde ich alle Strukturen schaffen, die das ermöglichen, was ich mir vorgenommen habe, nämlich diesen Strukturwandel aus der Staatskanzlei heraus zu führen und zu koordinieren. Es geht um die Einrichtung einer Stabsstelle Strukturwandel. Es geht darum, ein separates Strukturwandelkabinett auch einzurichten und die Strukturwandelinitiative aus dem Wirtschaftsministerium in die Staatskanzlei zu überführen. Der Erhalt von Arbeitsplätzen und das Schaffen von neuen Arbeitsplätzen ist und bleibt die wichtigste Aufgabe. Das ist eine Führungsaufgabe. Wer Führung bestellt, wird von mir auch Beteiligung bekommen. Wir haben jetzt gerade noch mal jüngst mit dem Ergebnis unserer französischen Nachbarn erlebt, wie wichtig es ist, dass gerade das Saarland auch seiner Rolle als Schweißnaht einer deutsch-französischen Freundschaft gerecht werden kann. Insofern müssen wir insgesamt für die Großregion uns überlegen, was ist unser Zukunftsbild 2030, 2035. Da zählt natürlich die Arbeit mit Frankreich, da zählt die Verbundenheit und die Freundschaft mit Frankreich dazu. Die Frankreich-Strategie bietet dafür einen guten Hintergrund, eine gute Grundlage, auf der wir arbeiten. Ich glaube, wir brauchen aber mehr als nur eine Frankreich-Strategie, um wirklich die Potenziale, die in der Großregion stecken, heben zu können. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe aller Akteure in der Großregion. Vielen Dank Ihnen. Danke.